Ich lese das Solinger Tageblatt von Freitag, den 29. November 2019. Das ist diese Zeitung. Und unter Grün, Solingen, was eine einzige Unverschämtheit ist, diese grüne Farbe Solingen, ich zeige es nochmal gerade, heißt es: Verein Doppelpunkt, Freizeitpark Ittertal verkauft. Der Freizeitpark Ittertal hat wohl einen Käufer gefunden, heißt es unter dem Foto. Und es ist ein Archivfoto von dem Kürzel CB. Der Verein Die Ittertaler, der sich um die Rettung des Freizeitparks Ittertal bemüht, teilt mit, dass die Anlage einen Käufer gefunden habe. Ein Notarvertrag sei bereits unterschrieben, wenngleich das Geld für den Kauf an Betreiber Bruno Schmelter noch nicht geflossen sei. Der neue Eigentümer soll Interesse an einem Erhalt des Parks haben. Tschüss.